diesem Video geht es darum, wie man diesen Motor hier repariert. Das ist der Wischermotor von einem VW-Bus, aber auch von einem Golf 2. Die sind identisch. Und ja, wie man das Ding für 10 Euro repariert, zeige ich euch in diesem Video. Weil das ist eigentlich die billigste Reparatur, die man überhaupt machen kann. Wenn man das Ganze auseinandergenommen hat, ist diesen Motor hier zu ersetzen. Mach den mal auf. Also der ist hier tatsächlich einfach nur mit zwei Schrauben festgemacht, wo so eine Unterlegscheiben, nicht Unterlegscheiben, so Gewindescheiben da drunter sind. Die können auch in den Motor fallen, weil der Motor relativ stark magnetisch ist. Das ist beim Auseinanderbauen nicht so ein großes Problem. Beim Zusammenbauen kann das zu Problemen führen, weil dann die Gewindescheibe eventuell nicht da ist, wo man sie haben will. Also das ist ein bisschen tricky, da muss man den Kabel hier abmachen. Und dann kann man den hier rausziehen. So, naja, und wie man jetzt hier schon sieht, sind hier diese Gewindescheiben, sind jetzt hier an diesem magnetischen Motor dran. Also an den Dauermagneten von dem Motor, da wo der Motor drin läuft. So ist natürlich alle Duty fettet, so wie es sein soll. Und ja, das ist hier die eigentliche Welle. Und was jetzt passiert, wenn der Motor versucht, gegen das festgehangene Stänge anzugehen, weil das ist der häufigste Grund, wieso der kaputt geht, ist zum einen, dass die, dass hier super viel Strom übertragen wird über diese Kontakte, über die Kohlen. Und das hier quasi alles verbrennt. Also das war, als ich das erste Mal aufgemacht habe, war das Kohlrahmen schwarz und das wird überhaupt nicht mehr übertragen. Und jetzt mache ich mal den Motor hinten auf. Dafür muss man hier diese Teile so ein bisschen zur Seite biegen. Nicht zu viel, weil irgendwann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann nehmen diese Nasen auch wegen Materialermüdung auf. Insofern vorsichtig damit sein. Zweifelsfall, wenn man hat, mit dem Heißluftföhn ein bisschen warm machen. Ich musste das ein paar Mal aufmachen, weil das beim Zusammenbauen irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und also oft mache ich das nicht mehr, bis das abbricht. So, und das ist hier der Unterteil von dem Motor, wo halt ja, der Läufer quasi drin sitzt. Und das sind halt hier jetzt die Kohlen. Und die sind halt. A, sind die super kurz, ja, dann, wie man das hier sehen kann, ist das hier richtig angeschmuckt, also ich hoffe, dass man das irgendwie in der Kamera sehen kann, ja, dass das hier richtig verkokelt ist, also hat sich quasi in den Kunststoff da schon drin gebrannt und ja, man kann diese, diese Kohlen bedauerlicherweise, gibt's die nicht. Ja, die kann man nicht separat kaufen. Man kann probieren, ob man sich da was zurechtschnitzen kann und die dann halt, also hier sind ja bis drauf gesteckt, also man könnte die ja theoretisch anlöten. Das ist ja hier ist es auch bloß irgendwie angelötet und an der Stelle auch. Das heißt, wenn man die Kohlen irgendwie bekommt, könnte man das austauschen. Ja, naja, also der Motor, so wie er jetzt ist, den ich ausgebaut habe, der funktioniert jetzt wieder, nachdem ich das hier freie Schliffen habe mit Schleifband, mit Schleifpapier und die Kohlen ein bisschen entfernt habe, aber die Stromübertragung ist so schlecht, dass der keine Power mehr hat. Der schafft es quasi nicht wirklich, den Scheibenwischer zu bewegen. Ja, also sozusagen in dem Moment, wo der Scheibenwischer auf der Scheibe ist, dann ist die Kraft einfach weg. Wenn man den ausklappt, dann geht er noch, aber so geht er nicht mehr. Ja, und jetzt kommt der große Trick, wie man das für ein Apfel und ein Ei reparieren kann. Es ist nämlich so, dass dieser Motor ein Standardmotor ist, der bei unzähligen Fahrzeugen verbaut wurde. Die ganze Geschichte hier kommt aus einem Nissan Micra 2, war in einem Opel Corsa verbaut, in einem Golf 2 sowieso, aber beim Golf 2, wenn man da rankommt, da hat man dann auch noch schöne Getriebe mit dazu. Das war bei irgendwelchen Chevrolets verbaut, also das ist hier wirklich ein Teil, das ist derartig häufig gebaut worden und bei so vielen Millionen Fahrzeugen, dass man sich da echt freuen kann, das hier einfach auszuschlachten. Und die, diese Heckwischermotoren, die gibt es halt bei eBay wie Sand am Meer für 10 Euro inklusive Versand. Also quasi einfach mal nach Heckwischermotor suchen,
Und dann die Preiseinstellung irgendwie auf 10 Euro und weniger einstellen und dann mal so durchkicken, wann einer aufpoppt, der irgendwie so aussieht wie der hier. Die sind intern sind die einfach komplett identisch. Der einzige Unterschied, das ist sozusagen von Modell zu Modell unterschiedlich, ist der Kabel hier, der ja bei dem Original an diese Klemme hier rangeht. Das heißt, der hat sozusagen beim T4 hat er hier so einen Kabelschuh. Bei dem ist das gelötet, bei manchen anderen ist da auch ein Kabelschuh drauf, bei vielen, die ich gesehen habe, ist das gelötet. Das heißt, das muss man ablöten und dann entweder einen Kabelschuh aufpressen, wenn man das passende Werkzeug dafür hat, oder hier irgendwie wieder anlöten oder irgendwie damit verbinden. Aber der Motor an sich ist, wie gesagt, identisch. Theoretisch könnte man, also ich glaube, wahrscheinlich ist das Einfachste, wenn man ja keine anderen Mittel hat, ist es, den Kabel hier abzuschneiden und quasi die beiden Kabel miteinander so zu verbinden, damit man diesen Kabelschuh hier weiter benutzen kann. Ja, naja, und jetzt baue ich das mal auseinander, damit ihr mal seht, wie das intern aussieht, aber vorher löte ich das mal hier ab, das mache ich nicht in der Kamera. So, also jetzt ist der Kabel hier ab, ne, einfach abgelötet und ja, kann natürlich sein, dass je nach Schlachtfahrzeug, wo man den ausbaut, man an diese beiden Schrauben hier nicht so gut dran rankommt und dann da eventuell vorher noch die Mechanik irgendwie ein bisschen demontieren muss. Aber beim Micra-Motor kommt man da so ganz gut dran. So, jetzt sehe ich schon, dass er hier hinten leider auch aus der Führung rauskommt. Naja, so ist es, egal. Und ja, da hat man sozusagen schon mal den unteren Teil, der ja auch wichtig ist, damit man, dann könnte man quasi einfach diese Welle weiter benutzen. Und ja, jetzt muss man mal kicken, was man hier machen muss, um den Teil rauszubekommen. Einfach ziehen. So, ja, und wie man sieht, sind die Teile identisch. Also auch hier die sozusagen die Anzahl der Wellenrotierung. Gucken, ob man das hier gut sehen kann. Also der Abstand ist der gleiche. Ja, das ist sozusagen absolut identisch. Macht ja auch Sinn, wenn da ein Hersteller Millionen Stück von verbaut, dass die mehr oder weniger identisch sind. Also die Länge stimmt auch, ist sozusagen, ja. Ich kann es jetzt nur für den Micra sagen, aber ich würde mich wundern, wenn diese ganzen anderen vom Corsa und vom Chevrolet und was auch immer da noch für Autos gibt, die das verbaut haben, dass das da irgendwie anders sein soll. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, und wenn man jetzt das Ganze schon mal draußen hat, dann natürlich trotzdem, der hier sehr viel besser aussieht als der andere. Sieht man ja auch schon, dass hier diese Laufkontakte, Schleifkontakte, dass die so ein bisschen eingelaufen sind. Also auch die mit Schleifpapier quasi vorsichtig wieder blank machen. Und dann auch nochmal den hinteren Teil von dem Motor auseinandernehmen, um zu gucken, dass da mit den Kohlen alles in Ordnung ist. Weil letztlich sind es ja auch Gebrauchteile und wer weiß, wie viel Use and Abuse die schon hinter sich haben. Das sieht dann also so aus, ne? Dann ist das blank, also noch blanker mache ich es jetzt einfach nicht. Hier auch irgendwie darauf achten, dass da keine Metallspäne in den Zwischenräumen oder irgendwie sowas sind, weil das muss mit voneinander getrennt sein. Und auch beim Abschleifen aufpassen, dass man diese Drähte hier nicht beschädigt. Ja, also da macht man den Motor mit den Arsch. Ja, und jetzt nochmal den unteren Teil aufmachen. So, ich lege das mal hier ein bisschen weiter weg, damit ich die nicht verwechsle. Das ist beim Zusammenbauen übrigens, wirkt es so, als wenn es da, als wenn. Als wenn es da mehrere Positionen gäbe, mit der man den Motor wieder zusammenbaut, ist aber tatsächlich nicht so. Es gibt nur genau eine Position, in der das passt. Und das sollte man sich vorher merken, welche die ist. Also wie gesagt, am besten Fotos machen, ansonsten kackt man da ganz schön ab. Also ich weiß, als ich den jetzt erst einmal auseinander gemacht habe, bis er wieder zusammen war, bestimmt 3 Minuten gedauert, weil ich sozusagen einfach nicht die Position gefunden habe, wo er ineinander geht. Also man kann es jetzt ja auch einfach irgendwie, das ist immer so der klassische Trick, dass man sich das irgendwie markiert. Ne? Zeig hier sozusagen da und da einen Metallstrich drin gemacht und dann weiß ich, wenn die ungefähr aufeinander sind, dann passt das wieder. Auch hier mal mit dem Schlitzschraubenzieher ein bisschen runterhebeln. Also alles sachte. Ne? Aber ich meine, wer sich hier dran traut,
Der hat ja sowieso keine zwei linken Hände, gehe ich mal von aus. Ja, und dann sieht man hier den Kram nochmal von innen. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, dann sieht man zwar, dass der hier deutlich weniger verschlissen ist, aber man sieht auch, dass auch bei dem die Kohlen jetzt nicht mehr die allerlängsten sind. Ja, also die Kohle hier ist auf jeden Fall schon maximal am Anschlag. Und ja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind die Beete schon am Anschlag. Das heißt, eigentlich sind die Kohlen bei dem hier auch schon verschlissen. Aber ja, na, zumindest sind sie noch nicht defekt und da ist noch nicht durchgeschmuggt. Insofern besser als das Original. Damit kann man das auf jeden Fall wieder herrichten. Und ja, naja, mit ein bisschen Glück findet man auch einen Motor, wo die Kohlen ein bisschen länger sind als hier. So, der Teil ist jetzt nicht ganz so einfach. Jetzt muss man das Ganze wieder zusammenbauen. Wenn man Glück hat, kann man quasi den Motor quasi direkt in die Halterung quasi wieder rinschieben. Aber oft funktioniert das nicht, weil das quasi ja hier, die Federn drücken das ja quasi mit Kraft dagegen. Und ja, dann quasi geht das hier nicht wieder rin, ne? Und demzufolge macht das Sinn. Beziehungsweise kann es notwendig sein, dass man das wirklich zusammenbaut, quasi die Welle auf die Kontakte schiebt und das erst in die Häuser rein tut. Das ist insofern kompliziert, als dass hier irgendwie fette Magnete drin sind, die dann die ganze Schicht da wieder rausziehen. Also das ist ein bisschen Fummelarbeit, das da wieder rein zu bekommen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel der alte Motor. Da ist es tatsächlich so, dass wenn ich die hier rin drehe und drücke ein bisschen, dann ist das schon automatisch drin, weil die Kohlen halt auch so verschlissen sind und da kaum noch irgendwas gedrückt wird. Ja, naja, aber bei dem Austauschteil ist da auf jeden Fall noch so viel Material da, dass man die eben nicht so ohne weiteres ineinander rein drücken kann, nicht, wenn man nicht die Kohlen beschädigen will. So, jetzt habe ich das hier wieder rein gemacht, also mit einem kleinen Schraubenzieher hier so ein bisschen gegen die Kohlen auseinanderdrücken, gegen die Federn. Ja, und dann merkt man tatsächlich schon, dass das hier, also hier ist auf jeden Fall deutlich mehr Material drauf und wie gesagt, jetzt nicht so verschlissen wie bei dem anderen. Und jetzt kommt quasi der schwierige Teil. Jetzt erst mal wieder kicken, wo die Markierung ist. Markierung 1. Und Markierung 2. Und merkt man hier schon, hier ist sozusagen der Magnet greift sich hier quasi die Eisenteile. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das ist schneller wieder raus, als einem das lieb ist. So, naja, ein bisschen gekämpft, aber dann geht es doch. Und dann jetzt aufpassen, dass man die Welle hier nicht rauszieht und die Schichte wieder zumachen. Also im Grunde genommen kann man sich die Arbeit sparen, wenn man einfach sozusagen das vorsichtig auseinanderbaut, quasi das Spenderteil und da beim Auseinanderbauen das hinbekommt, dass die Welle nicht quasi im Getriebegehäuse stecken bleibt. Ja, aber naja, wenn man sie erstmal einmal rausgezogen hat, dann kommt man quasi darum, nicht umhin, das so zu machen. So, und jetzt kommt noch der Teil, wo man das Ganze hier in die Schnecke drin steckt. Und dann ist man fertig. Also, wenn man den Motor wieder drin steckt, dann ist es ja so, dass weil das ja hier so eine Schnecke ist, kann man den nicht einfach da so drinstecken, sondern das muss sich dabei drehen, sinnvollerweise. Und dadurch, dass sich die Motoren im Betrieb entgegengesetzt des Uhrzeigersinns drehen, muss man auch die Welle im Gegensatz des Uhrzeigersinns drehen, was natürlich ein bisschen herausfordernd ist, weil in dem Moment, wenn ich jetzt hier zwei Muttern dran mache und will die entgegengesetzt des Uhrzeigersinns drehen, dann dreh ich ja die Muttern wieder ab. Deshalb zwei möglichst schmale Muttern hier drauf machen und die erstmal miteinander verkontern. Das ist übrigens auch, wenn man das auseinanderbaut und will verhindern, dass man die Welle rauszieht, während man den Motor raus hat, dann kann man das genauso machen, also quasi bei dem Spendermotor. Und dann beim Rausmachen dreht man es im Uhrzeigersinn und beim Abmachen dreht man es entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Ja, naja, und wenn man das dann erstmal geschafft hat, dass man die da drauf hat, dann ist es tatsächlich
relativ einfach. Man muss es nur an der richtigen Position ansetzen und dreht sie dann entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Und dann kommt er hier quasi Stück für Stück drin. Jetzt das Ganze festschrauben und also die Muttern wieder ab und die Dinger drauf und dann müsste das jetzt schon gewesen sein. So, und jetzt nochmal zum Testen. Man kann ja hier sehen, so schön wie das ist. Hier quasi Masse auf die Masse vom Gehäuse und auf den Kabel lege ich Plus und dann sieht man, dass er sich da dreht. Und ja, wie gesagt, entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, so wie es auch sein soll. Ja, dass dann die Beweisführung erbracht, dass das mit einem Spendermotor von einem Nissan Micra wunderbar funktioniert. Übrigens habe ich hier beim Zusammenbauen gesehen, dass hier dass beim Original, beim VW, diese Ohren hier ein bisschen länger sind als beim Micra. Wenn jetzt hier die Magnete nicht im Arsch sind und man will, dass das sozusagen hundertprozentig passgenau ist wie beim VW-Bus, dann kann man den hier einfach wiederverwenden. Normalerweise sollten die Magnete hier nicht kaputt gegangen sein, wenn man aufgepasst hat beim Ausbauen. Ja, aber ist nicht nötig. Also wie gesagt, hier fehlt hier so ein kleiner Spalt hier an der Seite, aber naja, meine Güte. Ja, so repariert man den Motor für einen Zehner. Ja, als letztes muss man natürlich noch den Kabel irgendwie verbinden. Wie gesagt, ich habe jetzt für die Variante, mich für die Variante entschieden, den Kabel von dem alten abzuschneiden und mit zu verlöten und mit einem Schrumpfschlauch quasi den da ranzubringen. Der wäre jetzt zu kurz gewesen, um da selber einen Kabelschuh drauf zu machen. Man hätte ihn so rüberziehen können und hier quasi auflöten können. Aber ich denke, die Kabelschuhvariante hier fällt mir am besten. Ja, und jetzt, nachdem das Ding fertig ist, kann man es einfach wieder einbauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der eBay-Suche und dann müsst ihr aber mal gucken, dass ihr da den passenden Motor findet. Ja, lasst einen Like und ein Abo da, würde mich riesig freuen und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach fragen.